Hallo, willkommen auf Reinholds Kanal. Hier haben wir den YouTuber Open Mind. Er nennt sich Simon oder Simon. Und ihr wisst ja gar nicht, wie schwer es ist, Menschen zu erreichen. Hier sind 495.000 Abonnenten. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft? Dann wisst ihr ja, wie schwer sowas ist. Hier auf diesem Kanal sind 495.000 Menschen, die schlafen, die tief im Schlaf sind, im Tiefschlaf. Wenn in einer Schule 3.000 Menschen circa sind, ich weiß nicht ungefähr geschätzt, dann wären das hier 130 Schulen. 495.000 Menschen würden 130 Schulen repräsentieren. Aber diese Menschen schlafen und sind Teil der Nacht. Um dir ein Vergleich, das Bild zu geben, wie schwer es ist, diese Menschen im Tiefschlaf zu erreichen. Als die Schüler vom Herrn, vom Höchsten, mit ihm waren, und die Dinge passiert sind, ihren Lauf genommen haben, wie sie halt vorausgesagt wurden, da waren die im Tiefschlaf und nicht einmal Gott konnte sie dazu bringen, zu wachen. Nicht einmal der Höchste konnte sie dazu bringen, zu wachen. Zum Beispiel hier in Kapitel 27 von dem Matthäus steht hier von Gethsemane. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus, die zwei Söhne des Zebedäus, mit sich, und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Seht ihr, ich bin komplett am Versagen. Wenn nicht einmal die Auserwählten haben wachen können zu einer Zeit, wo es keine Wecker gab. Die haben halt wortwörtlich geschlafen, aber es gibt Leute, die schlafen jetzt in den letzten Tagen in einer täglichen Trance, die eigentlich Schlafen darstellt. Das ist nicht Wachsein. Das ist. Verstehst, was ich meine? Sie sind komplett blauäugig gegenüber den Dingen, die um sie geschehen, um sie umher geschehen. Sie sind nicht wahrnehmend gegenüber diesen Dingen. Sie sind sich diese Dinge nicht bewusst. Und das nennt sich dann Open Mind, offener Verstand. Was? Versteht ihr hoffentlich, was ich sagen möchte? Und ich möchte noch deutlich sagen, ich möchte nicht herablassend sein. Ich habe mit dem Open Mind kein Problem. Klar, er ist mir kompletter Feind und komplettes Gegenteil von mir. Aber trotzdem würde ich ihm einen Döner mit Ayran spendieren. Deshalb praktisch dieses Video. Obwohl er mein Feind ist und genau das Gegenteil von mir ist, ein Schlafender bei Nacht, würde ich ihm trotzdem einen Döner und einen Ayran spendieren, wenn ich das Geld habe, natürlich. Ich meine, dieser Typ macht genau das Gegenteil von mir. Er führt Leute in den Schlaf und in die Bewusstlosigkeit. Und ich führe Leute in den Tag, in das Licht und in die Nüchternheit, ins Nüchternsein. Und wenn ihr hier schaut, auf meinem Kanal 889 Subscribers, auf seinem Kanal eine 495 mit einem K für 1000 dahinter, 495.000 Subscribers. Dann kannst du hier schon das Verhältnis sehen von denen, die auf dem breiten Weg sind, und von dir, der du auf dem schmalen Weg bist. Also der Weg ist wirklich Pforte und der Weg sind wirklich klein und eng und schmal, die nach oben führt
Und die Pforte ist groß und breit und der Weg ist breit, der nach unten führt. Und nach unten bedeutet ins Verderben und viele wandern auf diesem Weg. Jetzt können wir noch gehen, wir können noch gehen in den ersten Thessalonikerbrief, den bisschen über den schmalen Pfad und die enge Pforte lesen, Aufforderung zur Wachsamkeit und Nüchternheit. Also im ersten Thessalonicher war das nochmal, in Kapitel 5. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Oder schaut hier zum Beispiel ein Video. Verliebt in Drogen. Ich meine, dass es offensichtlich dem Open Mind sein Lebensstil, Drogen zu nehmen, und seine Zuschauer machen das ahnungslos nach und sterben dabei. Ich denke, da stand noch was in der Bibel von Dinge, die in der Welt sind, zu lieben. Ich gehe jetzt mal zum anderen Browser und dann schauen wir nach. Okay, hier habe ich es gefunden. Es ist aus dem ersten Johannesbrief in Kapitel 2. Warnung vor der Liebe zur Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das stimmt natürlich, denn wir sehen ja jetzt schon Anzeichen, die, wo das Ganze nicht achten, die, wo die Drogen zum Beispiel jetzt schon in sich in sie verlieben, die vergehen ja jetzt schon. Allein beim Drogenkonsum vergehen manche Zuschauer. Und was ist mit denen, von denen wir nicht hören? Ich meine, von 495.000 ist das nur ein Bruchteil, und die eine Geschichte von einem Angeblichen, der vergangen ist bei Drogenkonsum, wird ja auch nicht die Ausnahme sein, sondern die Zahlen sind bestimmt viel höher, nur hören wir nicht davon. Wir bekommen es nicht genau mit. Nur vereinzelt bekommen wir hier und da mal was mit, aber alles bekommen wir natürlich nicht mit. Deswegen, die Welt nicht lieben ist halt richtig aus den Schriften her, und besonders wenn man halt für sich zu Herzen nimmt in Bezug auf die Drogen. Da stimmt das auch. Besser lieber nicht die Drogen lieben, denn sonst kann man beim süchtig werden oder sogar dabei umkommen. Also im Grunde, kurz gesagt, ist das alles Entertainment, wo die Menschen in den Schlaf wiegen tut, wo überhaupt gar keinen einzigen Wert für mich hat. Ja, vielleicht ist eine tolle Pflanze dabei oder auch nicht, wie dem auch sei. Oder schon mal hier, Back in Adam. Back in Adam. Adam steht für Amsterdam hier in diesem Video. Adam. Was war das im Hintergrund für eine Musik bei mir? Leute, die singen wie aus MTV, aus dem Radio. Also ich kann den Open Mind natürlich nachvollziehen und verstehen, dass in der Politik so viele Baustellen sind und so viel falsch läuft und so viel absichtlich nicht repariert und gemacht wird. Dennoch ist es für mich nicht mal annähernd Grund genug, zu einem Schlafenden zu werden, so wie er. Ich meine, die Zeit, wo ich in meinem Leben ein Schlafender war, die ist längst vorbei. Da auch andere nüchtern sind und zusammen wir unseren Beitrag zusammen leisten,
nähern wir uns gemeinsam immer schneller und immer zügiger und immer effizienter der vorausgesagten Erfüllung der Ereignisse heran. Und dann werden halt solche Sachen natürlich sein wie Stroh. Solche Dinge, Content, Inhalte werden sein wie Stroh am Ende und der Hitze nicht standhalten können, die kommen wird. Hier scheint er eine Spatula zu benutzen als Mikrofon. Keine Ahnung, mag lustig sein, aber es hat keinen einzigen Wert für mich. Und man muss den Leuten auch irgendwie Stellung zu ihrer Position nehmen, sie es ihnen begreiflich machen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, weil sie halt nur Essen, Trinken und Drogenkonsum als Lebensstil Inhalt haben. Und wieder, ich sage das nicht, um herablassend zu sein, aber einfach um die Unterschiede zwischen mir und ihm, dass es halt einfach andere und unterschiedliche Menschen gibt, deutlich zu machen. Es gibt unterschiedliche Menschen und obwohl jemand komplett unterschiedlich zu mir ist und eigentlich zu meiner Botschaft ein Feind ist, obwohl meine Botschaft eine fröhliche Botschaft ist, gönne ich ihm trotzdem natürlich, wie aus Selbstverständlichkeit, aber das lehrt auch meine Botschaft, ein Döner mit Ayran. Das würde ich ihm gönnen. Obwohl er mein Feind ist. Und ich finde, diese Einstellung sollten wir alle zu unseren Feinden haben, ihnen trotzdem Gutes zu tun, obwohl sie unsere Feinde sind. Aber wie ich sehe, hat er schon hier Plastikpizza mit Mischkonsumpilze. Das ist alles Pseudo-Religiosität, das hier ist alles Pseudo-Spiritualität, es hat keinen spirituellen Wert, das ist alles Verblendung, es ist alles Schlafen, es ist alles komplette Nacht auf diesem Kanal. Vielen Dank und das war sozusagen eine nachsätzliche Erklärung auf das vorige Video. Ich hätte fast jetzt ausgeschaltet, ohne dich zu fragen, welches Video wünschst du dir, welches Thema interessiert dich, vielleicht interessiert mich das Thema, das dich interessiert, auch und dann mache ich vielleicht ein Video, wenn du mich darüber informieren würdest, bitte. Wenn dir aber nichts einfällt, was ich machen soll, dann ist das auch gut. Danke, tschüss.